Hey Leute, ich bin's wieder, euer IC und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute. Also wenn das mal keine wilde Woche war, dann weiß ich auch nicht. Jetzt mal ohne Witz. Wenn das keine wilde Woche war, dann weiß ich auch nicht. Matze Koch vs. Veit Wilde und in dieser Angel News geht es noch weiter. Unglaublich. Der DLV schießt gegen den Spiegel, kommen wir auch noch hierzu. Und ich glaube, ich habe jeden Tag ein Video gebracht, oder? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und jetzt Samstag die Angel News. Sonntag gibt's, glaube ich, mal keins. Erwarte nicht, dass es jede Woche so ist, okay? Aber ich habe auch noch viel Content aufzuholen. Ich habe auch noch viele Videos im Kopf. Und wenn dann auch so eine Breaking News wie das Matze vs. Fighting dazu kommt, da muss man einfach reingehen ins Thema, Leute. Und zu den extra Memes, die jetzt heute kommen, wollte ich jetzt nicht extra ein kleines Video machen, sondern das konnte ich auch locker in die Angel-News verpacken. Aber Leute, was sind denn die Themen überhaupt dieser Angel-News? Veit Wilde mit neuem YouTube-Kanal, Lure Masters Purge Tour abgesagt, Fly vs. Jerk 13 geht an den Start, Matt Mudditch mit Weltpremiere, Rapala Facebook-Post zum Thema Veit vs. Matze, Hechtschonzeit in den Niederlanden, DLV reagiert auf Spiegelartikel und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt dein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News. Alles rund ums Angeln. Veit Wilde im Moment in aller Munde, Leute. Das ist echt unglaublich, was diese Woche da passiert ist. Da hat er noch am Anfang des Jahres gesagt, hey Leute, ich ziehe mich 2022 ein bisschen zurück. Und im Moment ist es, glaube ich, einer der Angler, über den am meisten in der Szene überhaupt gesprochen wird. Nach der Diskussion mit dem Köder-Plagiat, wozu wir auch später noch in den News kommen, hat Veit Wilde jetzt rausgehauen, hey Leute, ich habe einen neuen YouTube-Kanal, wo es nur um mich geht. Veit Wilde, sein eigener YouTube-Kanal mit seinen eigenen Produktionen, mit seinen eigenen Videos, könnt ihr auschecken. Den Link packe ich euch unten in die Infobox und das allererste Video, lasst mich raten, geht um Zander. Wir werden wahrscheinlich noch öfter Videos über Zander sehen bei Veit, ne? Der selbsternannte, der ernannte weiße Geist, ne? So. Mit Gummifisch am Baggersee, Winterzander im Stillwasser und sogar ein Gewinnspiel dazu. Also, auschecken, Leute, für alle, die Bock haben auf Content von Veit Wilde und auch vielleicht noch mehr kriegen als nur ein bisschen Zanderangelei. Let's go, Veit Wilde, unten in der Infobox. Leute, letzte Woche noch berichtet über das neue Lure Masters Turnier, die Purge Tour. Und diese Woche wurde das Ganze schon wieder abgesagt. Viele Leute haben gesagt, hey, das ist zu kurzfristig, wir können uns nicht darauf vorbereiten. Corona steht im Weg und deswegen, hey, haben die sich gesagt, okay, wir bedanken uns für das Feedback. Wir haben einiges an Feedback bekommen. Ihr habt nicht genug Zeit, euch irgendwie darauf vorzubereiten, um euch zu challengen. Und deswegen gucken wir, dass wir das Ganze erstmal absagen. In Zukunft wird es keinen Zeitpunkt geben, wo das Ganze irgendwie nachgeholt werden wird. Vielleicht schaut man dann ja mal nächstes Jahr. Wir werden sehen. Auf der Lure Masters Instagram-Seite werden wir auf jeden Fall up to date gehalten. Schaut auf jeden Fall vorbei. Nur jetzt nochmal die Info. Hey, das Ganze, Lure Masters Purge Tour Stage 1 ist leider abgesagt. Leute, und wieder ist es soweit. Einfach aus dem Nichts kam bei mir einfach auf YouTube, ich habe nirgends von Trailer auf Instagram gesehen. Ich glaube, bei Kanal Gratis gab es, glaube ich, mal einen Post von einem mit einem Bild, hey, Fly vs. Jerk geht bald wieder an den Start, aber sonst habe ich nichts gesehen, wurde nicht irgendwie groß mit einem Trailer announced oder so, sonst wären wir natürlich reingegangen, ist ja klar, Leute, aber Fly vs. Jerk 13 ist wieder am Start, Leute, ist wieder am
Start. In 6 Folgen fischen 16 Hechtangler, aufgeteilt in 8 Teams, um die Krone bei Fly vs. Jerk auf 5 verschiedenen Gewässern mit verschiedenen Challenges, Leute. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, eine Produktion von Kanal gratis. Und ey, Leute, ihr wisst, was das heißt. Das ist einfach qualitativ pure, geile Scheiße. Ohne Witz, das ist einfach so gut. Das ist einfach so gut. Ich liebe Fly vs. Jerk, genauso wie die Perch Pro, Zander Pro. Leute, zieht euch das einfach rein. Es ist einfach gut. Link natürlich finden wir unten in der Infobox, Leute. Puh, da geht's auf jeden Fall zur Sache, Leute. Da geht's auf jeden Fall zur Sache. Viel Spaß bei Fly vs. Jerk. Diesmal habe ich auch mal was für die Waller-Fans unter euch. Die kommen immer etwas zu kurz, weil entweder zeige ich euch nur, wie 200.000 Kilo Wallers aus irgendwelchen Rohren gezogen werden oder was auch immer. Oder irgendwelche Waller am Strand angekettet worden sind, nur damit andere Leute irgendwie Fotos damit machen können. Diesmal geht es ein bisschen anders zu, denn Madcat Deutschland, der Madcat Deutschland Kanal, Leute, bringt eine neue Waller-Serie für Waller-Fans, für euch da draußen an den Start. Und das ist einmal Mad Marriage, Leute, mit Weltpremiere. Wir gucken auch gleich nochmal in den Trailer rein, Leute. Der ganze, ich glaube, 51 Sekunden geht, aber zieht jetzt rein, Mad Marriage auf der Jagd nach Welts, abenteuerreich, Action, dies, das, zieht euch rein. Ich kann ja aber sagen, wie ihr das Ganze fandet. Ich kann euch nur sagen, ein bisschen spoilern, ich glaube sogar in der ersten Folge geht es darum, wie Mad Marriage mit dem Bellyboot auf Wels geht, Leute. Auf jeden Fall immer actiongeladene Sache. Wer geht hier eigentlich auf wen? Zieht der Wels das Bellyboot oder andersrum? Ihr wisst, wer geht mit wem? Naja, ihr wisst schon Bescheid, was ich meine. Lasst uns mal in den Trailer reingehen. Lasst uns mal in den Trailer reingehen und gönnen uns 41 Sekunden. Und alles Weitere verlinke ich euch unten in der Infobox, Leute. Und da sind wir auch schon. Mad Marriage feiert Weltpremiere. Neue YouTube-Serie für Waller-Fans geht an den Start. Let's go. Where? 27.02. 3 Tage noch. 16 Uhr, Leute. Kommt aus den Tiefen des Untergrunds, so wie ich. Eine neue Serie auf euch zu. Ich muss ans Wasser, Junge. Let's go. Und Abfahrt. Junge, jetzt wenn der Finch da noch auftaucht, Alter, dann... Einer der größten Fische, die ich hier bisher am Rhein gesehen habe. Oh, habt ihr die Sichel gesehen? Einer der größten. Oh, krass, Leute. Größten Fische, die ich hier bisher am Rhein gesehen habe. Leute, ich bin sprachlos. Ich bin fertig. 100% Mad, 100% Marriage, 100% Mad Marriage. Am 27.02.22 um 16 Uhr geht's los auf dem Kanal von Madcat Deutschland. Auf jeden Fall reinziehen, Leute. Und ich kann euch noch sagen, vielleicht ist für manche nochmal ein Leckerbissen. Das Ganze findet, glaube ich, nur auf deutschen Gewässern statt. Nur auf deutschen Gewässern. Also, zieht's euch rein für alle Waller-Fans. Wir ziehen uns die letzten 5 Sekunden rein. Stark. Kanal findet ihr unten in der Infobox. Viel Spaß damit, Leute. Leute, jetzt kommen wir zum Thema dieser Woche, oder? Das Überthema dieser Woche. Matze versus Fight. Wer hat welche Farbe kopiert? Wer hat welches Dekor geklaut? Wer hat welchen Köder geklaut? Und was auch immer. Beste Werbung für den Night Fight, als auch für den Zanderschreck oder Zanderscheuche oder wie auch immer. Die ganzen Köder heißen die Albino-Shats von Balzer auf jeden Fall. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so krass wird. Ohne Witz. Muss ich wirklich sagen, Leute. Muss ich wirklich sagen. Aber Rapala hat einfach mal in dem ganzen Ding einfach das Beste draus gemacht. Das beste Statement. Rapala einfach für das Statement zuständig. Rapala bringt die Statements. Junge, das sind Statements. 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 Yeah, Junge, das sind Statements. 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 Statements.
Leute, lieber angeln statt haten. Rapala, und jetzt passt auf, seit 1936 gegen Schonzeitallüren, ey. Leute, ich lag am Boden, Mann. Es ist immer noch so gut. Es ist einfach immer noch so gut. Ich wollte, hab gedacht, ey, vielleicht mache ich daraus eine extra Säune, aber ich kann es einfach in die Angel-News packen. Es passt einfach so gut hier rein und, oh Gott, Rapala, ich liebe euch einfach dafür. Euer Marketingbereich ist einfach einsame Spitze. Das ist ein Statement, Leute, was sich auf jeden Fall lohnt und was, woran man hinterherhängen muss. Und da muss man einfach dranbleiben. Das muss man leben. Lieber angeln statt haten, Leute. Lieber angeln statt haten. Aber das war noch nicht alles, denn es sind nur noch andere Leute in das Thema reingegangen, wie zum Beispiel Angel Joe Dortmund mit der Aussage, die haben sie doch nicht mehr alle, oder? Streiten sich hier über die Farben, aber doch Angel Joe hat sie alle. Denn wir versorgen euch mit immer dem brandheißen Tackle, da ist für jeden was dabei. Und hatten tatsächlich alle, ne? Den Rapala, den Ilex, den Balzer, als auch den Nightfight, alles am Start. Also falls ihr Köder braucht, auf zu Angel Joe Dortmund oder vielleicht auch zu irgendeinem anderen Angel Joe eures Vertrauens und kauft euch da die Köder. Ich habe auch noch meinen Kommentar drunter gesetzt. Hier steht noch hier. Einfach nur Liebe steht da bei mir. Und dann hat Angel Joe Dortmund drunter geschrieben. Also oder Benjamin. Benjamin Litschinski. Oder Litschinski. Liebe geht zurück an deine Angel-News. Ehre. Danke, Mann. Herzlichen Dank. Geiler Post. Aber das war noch nicht alles, Leute. Denn in das Thema ist auch noch Hecht und Barsch reingegangen. Denn Hecht und Barsch stellt an der Stelle einfach mal die richtigen Fragen und fragt, hey, ist es eher Dekor? Ist es Form? Oder ist es beide? Was fängt mehr Fische? Aber ist die richtige Frage vielleicht in dem Fall auch einfach nur ein kleiner Sneak Peek auf den Drunkbait, der kommen wird. Vielleicht bald der Drunkbait in Albino-Dekor. Die Schlingel, oder? Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Ich mal gucken, ob das Thema ein Ende hat. Vielleicht finden wir noch irgendeinen Schuss von Matze Koch im nächsten Mätzchen oder was auch immer. Ich gucke mir das Ganze mal an und dann schauen wir mal. Oder vielleicht geht irgendwer noch irgendwie anders darauf ein. Auf jeden Fall war es eine sehr amüsante Woche, Leute. In dem Sinne, nächstes Thema. Leute, denkt dran, falls ihr nochmal in die Niederlande reist, um euch vielleicht den wunderbarsten Esox eures Lebens zu angeln in dieser fantastischen Jahreszeit, weil in Deutschland schon längst Schonzeit ist. Ab dem 1. März beginnt die Hecht-Schonzeit, auch bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. Ab da ist einfach, alles muss zurück, Leute. Dann geht das Ganze noch weiter, denn das Ganze geht ja eigentlich bis Juni, Leute. Aber ab dem 1. April darf man auch nicht mehr mit fast allen Kunstködern arbeiten. Man darf nicht mehr mit Koderfisch arbeiten, nicht mehr mit Fischhäppchen arbeiten. Also da darf man nicht mehr sozusagen mit diesen Arten gezielt auf Raubfisch gehen, Leute. Und auch ab dem 1. April sind eigentlich alle Raubfische in den Niederlanden geschont. Barsch, Zander als auch Hecht, Leute. Und das Ganze geht dann bis Juni, denn man darf dann bis zum letzten Samstag im Mai sozusagen nicht mehr gezielt auf diese Raubfische fischen, Leute. Ne? Und es geht natürlich das Zurücksetzgebot für Hechte allgemein fast das ganze Jahr. Deswegen, Leute, achtet da mal ein bisschen drauf. Es gibt manche Dinge, die sieht man, die sind nicht so schön. Deswegen immer schön darauf achten, Leute. Also, falls ihr noch einen Trip in die Niederlande wagt und noch habt dann ein paar Tage Zeit, weil ihr die Schonzeit jetzt schon nicht übersteht und tatsächlich drüber denkt, euch Köder im Albino-Dekor zu kaufen, dann geht jetzt rein in die Niederlande und fischt euch nochmal den Esox eures Lebens. Aber beachtet die Schonzeiten, Leute. Leute, der Spiegel hat am 21.02.22, also vor 4 Tagen circa, jetzt, heute vor 4 Tagen, wenn ihr das seht, noch ein bisschen später,
einen Artikel online gestellt, in dem er darüber berichtet hat, über diesen empfohlenen Fangstopp der Aale, worüber wir schon berichtet hatten in verschiedenen Sachen und worüber sich der DLV auch schon geäußert hat und warum dieser Fangstopp so nicht gezielt umgesetzt worden ist oder dieser nicht einfach so empfohlen wurde. Ich sag mal die Überschrift: Aalarm. Spiegelstark. Der Aalbestand Europas droht zu verschwinden. Selten waren die Anzeichen so deutlich, nie war die Empfehlung der Wissenschaft so klar: Stopp den Fang, warum es trotzdem so schwierig ist, diesen gebeutelten Fisch zu retten. Und da geht es dann nochmal in der Thematik darum, was der Spiegel sagt. Ich habe den Artikel selbst noch nicht gelesen und weil er auch hinter einer Paywall steckt und ich den Artikel, ich den Spiegel selbst nicht abonniert habe. Aber vielleicht habt ihr das ja und könnt euch das angucken. Der DRV hat auf jeden Fall darauf reagiert, Leute. Vielleicht muss ich mal wieder zum Arzt. Da liegen doch der Spiegel und so immer aus. Vielleicht muss ich da mal gucken. Der DRV reagierte aber in einem längeren Statement und ich sag mal kurz den Anfang, denn da schreibt der DRV: Es ist sehr bedauerlich, dass der Spiegel in seinem Artikel Fisch in der Krise, Aalarm vom einzelnen Zeiten aus Spiegel Online die Gelegenheit verpasst hat, differenzierter über das komplexe Thema Aal zu berichten. Eindimensionale Maßnahmen waren noch nie besonders erfolgreich, wenn es darum ging, komplexe Probleme zu lösen. Die Berücksichtigung anderer Expertenstimmen zu dem vielschichtigen Thema hätten den Artikel sicherlich sehr gut getan. Der DLV hat das Ganze schon sehr strukturiert auseinandergenommen. Guckt euch einfach den Artikel an. Ist auf jeden Fall eine schöne Stellungnahme und der DLV schläft da auf jeden Fall nicht. Finde ich sehr, sehr gut, gut reagiert. In dem Sinne, DLV, na, zieht euch rein. Die Links findet ihr unten in der Infobox. Auf geht's zum Gewinnspiel, Leute. Wer holt sich die Kitec Easy Shiner, Leute? Die Kitec Easy Shiner, die letztes Mal keiner wollte. Ich bin tatsächlich, falls ihr das hier seht, noch nicht zur Post gekommen, den Westin Swim abzuschicken an Butzemann, der letztes Mal gewonnen hat. Also nicht traurig sein, Butze kommt noch, ich komme noch dazu. Und Kitec Easy Shiner, wer hat gewonnen, Leute? Ich drücke mal hier auf den Startbutton, ich drücke euch ein, viel Erfolg. Alter, Matthias Gresens. Heftig. Was für ein... Boah, Icy, was für News die letzten Tage immer wieder, wo man das diskutieren kann. Also zum Raufischreaktor kann ich so viel sagen. Genau, das war das Thema Raufischreaktor. Da kommt ja auch noch bald... erst der Paco ist bei RBB eingeladen. Ne? Da werden wir auf jeden Fall auch noch drüber berichten. Heute war das eigentlich. Ich glaube, heute war er zu Gast bei RBB. Hier zum Tag der Aufnahme. Ich bin gespannt, wann das online kommt. Können wir auf jeden Fall auschecken dann nächste Woche. Oder ich mache ein extra Video dazu. Aber Matthias... Herzlichen Dank dafür, für den langen Kommentar und natürlich herzlichen Glückwunsch für die Kitec Easy Shiner, die gehören dir. Schick mir deine Adresse bei Instagram oder per Mail, packe ich euch dir unten in die Infobox rein und dann schicke ich dir das zu. Aber Leute, was könnt ihr diese Woche gewinnen? Zur Feier von Rapala habe ich euch dieses Mal einen Rapala-Köder rausgesucht, Leute. Ein Rapala-Köder und zwar den Rapala Shadow Wrap Fat Jack, könnt ihr das sehen? Da, bam, bam, bam. Ein Jerky, wo auch jetzt bald die Forellenzeit wieder beginnt. Ist das genau der richtige Köder für euch? Ne, ihr wisst, März startet wieder die Forellenzeit. Ich hoffe, bei euch auch, zumindest bei mir in NRW, geht es dann wieder los, Leute. Den könnt ihr gewinnen. Ne, zur Feier von Rapala, Shadowwrap Fat Jack, Jerkbait mit einer Rassel drin, Leute. 4 Gramm, 4 Zentimeter und Leute. Der geht ab. Damit holt ihr die dicken Forellen raus, Leute. Also, gewinnen hat, jeder hat die Chance auf den Gewinn, indem ihr einen Kommentar unten ablässt. Hinschreibt. Ihr wisst schon. Unter jedem Kommentar, der unter diesem Video ist, lose ich den Rapala Fat Jack Jerkbait aus. Nur damit ihr Bescheid wisst, Leute. Ich drücke euch die Daumen. Ne? Viel Erfolg. Leute, da habt ihr es gesehen. Es war tatsächlich viel los diese Woche. Es war mächtig viel los. Nicht nur abgesehen von dem Thema Matze-Fight und dann noch den geilen Sachen, die noch passiert sind, aber abgesehen, dass noch so viel Action war. Ich glaube, das wird eine lange, lange Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig geile Angelwoche und schreibt auf jeden Fall mal wieder, was eure Fische sind, etc. Es war so viel los. Ich war ein bisschen schon so...
wenn ich nächste Woche nicht so viele Videos droppe. Ich werde auf jeden Fall nicht jeden Tag eins droppen, okay? Gebt mir ein bisschen Zeit, Leute. Und ich kann dieses Pensum auf gar keinen Fall halten, was ich dieses Mal gemacht habe. Und mal gucken, vielleicht wird es auch ein bisschen ruhiger. Würde mich auf jeden Fall auch ein bisschen freuen. Ey, aber trotzdem geil, wie ihr die ganze Sache angenommen habt. Eure Diskussion geil. Einfach schön. Herzlichen Dank für jedes neue Abo, was dazugekommen ist. Wir sind mittlerweile schon bei 5370 zum Zeitpunkt. Krass, Mann. Richtig, richtig krass. Wenn man bedenkt, dass wir Anfang Februar bei 5000... Alter, irre. Ihr seid des Wahnsinns. Herzlichen Dank, Leute. Herzlichen Dank. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch nur das Beste. Viel Spaß mit dieser Angel-News. Schreibt, setzt einen Kommentar unten ab, nehmt am Gewinnspiel teil, lasst es euch gut gehen und bombt mich bei Instagram zu, wenn ihr irgendwas seht. Immer wieder. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die kommt. Und in dem Sinne, Leute, wenn ihr im Wasser seid, dickes, dickes Petri. Und das Allerwichtigste, Leute, bleibt gesund. Euer Eis. Kuss geht raus.